Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Was ist los mit ihm? So heißt dieses Legesystem. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt mit Astrologie 25 Euro. Liebe Erina, ich grüße dich. Ja, das ist eine Frage. Was ist los mit ihm? Kommt er wieder zurück? Erstmal betrachten wir das astrologisch. Du bist kurz vor einem Vollmond geboren. Das hat auch eine Bedeutung. Erstens, wenn du große Entscheidungen triffst oder brauchst du die Klarheit, sollst du ein bisschen geduldig sein. Das nähert sich, aber nichts überstürzen. In deinem Geburtshoroskop fehlt die Erde-Element. Das ist nicht weiter schlimm, ist ganz normal. Bei meisten Horoskopen fehlt ein Element. Und dieser fehlende Element Erde, das, was du von außen bekommst oder das, was du suchst bei anderen. Die Erde-Element gibt dir die Sicherheit, Stabilität, eine Struktur, hat einen Bezug zur Materie und es ist auch die Wertschätzung oder Selbstwertgefühl auch gemeint. Außerdem, du lernst mit diesem fehlenden Erde-Element wertvollen Dingen in Besitz nehmen, das befestigen. Dieser fehlende Erde-Element kann er dir geben, weil sein Maß, und das bedeutet seine Männlichkeit oder er als Partner, vertritt die Erde-Element. Sein Maß befindet sich in seinem Geburtshoroskop im Stier. Und Stier bedeutet auch Besitz, auch die Finanzen, auch die Sicherheit, Stabilität, aber auch die Ruhe, das Leben zu genießen. Du kannst bei ihm dich ausruhen, könnte man das so formulieren. In seinem Geburtshoroskop fehlt die Luftelement. Die Luftelement schenkt die Leichtigkeit, ein gewisser Freiraum, außerdem die Ideenreichtum und vertritt auch die Kommunikation. Es ist möglich, dass ihm das sehr schwer fällt, wichtige Dinge zu besprechen oder über Gefühle zu sprechen. Es fehlt die Luftelement. Und er bekommt es auch von außen und das spiegelst du, weil bei dir ist die Luftelement betont. Deine Sonne ist im Luftelement, nämlich in Tierkreiszeichen Zwillingen. Und dein Mars ist auch im Luftelement im Zeichen Waage. Mars bedeutet nicht nur der Mann, sondern deine Kraft. Also du kannst mit deinen Ideen, mit deiner Kommunikation, mit deiner Diplomatie auch immer die Harmonie in die Beziehung bringen. Und das genießt er als Mann, weil Stier Mars möchte das auch genießen. Zurzeit habt ihr karmische Themen. Dein Aszendent nach indischen Berechnung ist die Schütze. Und hier hast du in dein Geburtshoroskop dein Mond. Das symbolisiert deine Mutter oder die Mütterlichkeit, außerdem deinen Gefühlen. Dein Mond befindet sich im Mondhaus Mula und das bedeutet übersetzt Wurzel, ein Fundament, ein Basis. Du brauchst dieses Gefühl in allen Ebenen, dass du dort angekommen bist und fühlst du dich verwurzelt, verankert, weil dein Gefühl verlangt danach. Und du brauchst, weil das gibt dir Halt im Leben. Hier im Schütze, in die Nähe von deinem Aszendent, befindet sich ein rückläufiger Jupiter
und einen rückläufigen Neptun. Diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit, oft karmische Themen. Natürlich auch deine Kindheit, aber auch karmische Themen. Jupiter zeigt die Gerechtigkeit, aber auch die Ungerechtigkeiten. Es ist möglich, dass du vieles erlebt hast, was ungerecht verlief. Außerdem, Jupiter neigt dazu, etwas vergrößern, etwas vermehren, manchmal etwas übertreiben und diese Rückläufigkeit bremst. Und wenn du das im Griff bekommst, dass du dieses Gleichgewicht findest und diese Harmonie und übertreibst nichts, dann kann das dir Glück bringen, weil Jupiter ist der große Glücksplanet. Neptun ist auch rückläufig, hat auch karmische Themen. Neptun zum Beschreiben ist gar nicht einfach. Grunde genommen zeigt Neptun unseren Träume, unseren Visionen, unserer künstlerischen Begabung, unserer Intuition und Inspiration. Aber das sind Wörter oder Fantasie oder Bilder, das können wir nicht greifen. Und deswegen ist schwierig, hier die Bodenständigkeit finden, wobei die Begabung ist da. Und Neptun können wir nur fühlen, diese Vision leben, diese Vorstellungskraft, und das zeigt aber auch unserem inneren Kraft, das wäre aber Pluto-Themen. Aber bleiben wir bei Neptun. Neptun beschreibt etwas bildhaft, das ist auch die Fantasie und das ist grenzenlos. Wenn du diese Bilder pflegst und hast du eine Vision und lässt du dich inspirieren und glaubst daran, dann hast du Glück. Wenn aber andere dir was erzählen, märchenhaft, und du glaubst es, wenn das die Wahrheit ist, dann ist wundervoll. Aber wenn das nur die Halbwahrheiten sind oder Lügen, dann bist du enttäuscht. Jemand blendet dich in dem Moment und täuscht etwas vor. Also eine gewisse Vorsicht ist hier zum Erkennen. Natürlich kann das bedeuten, dass du so etwas häufig erlebt hast in deiner Kindheit oder in früheren Leben. Und du bist zu misstrauisch geworden und es ist schwierig, jemand vertrauen, besonders in die Liebe, Partnerschaft. All das spielt sich in Tierkreiszeichen Schütze ab. Schütze braucht aber eine Orientierung und die Richtung ist genau das, was dich begeistert. Und zurzeit bewegt sich hier Ketu, die absteigende Mondknoten. Dieser absteigende Mondknoten ist ein karmischer Knoten und zeigt die Vergangenheit. Dieser absteigende Mondknoten Ketu bewegt sich hier im Schütze bis Oktober dieses Jahres. Und diese Zeit hast du karmischen Erinnerungen. Und dieser Mann spiegelt dir etwas, weil in sein Geburtshoroskop befindet sich im Schütze sein aufsteigender Mondknoten Rahu, genau spiegelverkehrt. Dieser aufsteigende Mondknoten ist auch ein karmischer Weg. Etwas, was seine Seele ausgesucht hat, aber das kennt er nicht. Er kennt die Schütze nicht. Und du mit deiner Persönlichkeit, weil das ist dein Aszendent, verdrehst du diese Schütze-Eigenschaften. Also du hilfst ihm. Du spiegelst ihm genau das, was er braucht. Und dadurch öffnet sich bei ihm eine neue Möglichkeit oder erweitert sich. Er macht hier Entdeckungen auch
und so könnt ihr euch ergänzen, aber habt ihr karmischen Themen. Es ist auch wichtig, die Schütze zu beschreiben, weil das hilft euch. Schütze liebt die Weite, die Ferne, auch Reisen, Ausland, Auslandskontakte, auch Bewegung. Aber das kann auch eine innere Reise sein, Glaubensrichtung oder Spiritualität. Aber weil Jupiter über den Schütze herrscht und Jupiter vergrößert etwas oder übertreibt es etwas, ist diese Neigung da zum Glauben, das muss noch etwas Besseres auch da sein, und dann ist man in die ewige Suche. Und die Schütze braucht eine Richtung. Und die Pfeil der Schütze zeigt das auch. Der Pfeil der Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituell bedeutet das, dieses Zentrum, unseren Wünsche, unseren Träume. Und das ist die Richtung, so wie ihr das vorstellt. Und hier wirkt diese Rahu-Bewegung bis Oktober. In deinem Horoskop befindet sich im siebten Haus oder siebten Lebensbereich die Zeichen Zwillinge. Und hier beginnt die Liebe-Partnerschaft, weil das ist die Thematik in diesem Lebensbereich. Und hier im Zwillinge hast du deine Sonne, deine Selbstdarstellung, einen sehr wichtigen Lebensbereich für dich, Liebe-Partnerschaft. Dann brauchst du die Zwillingseigenschaften, das Spielerische, diese Leichtigkeit auch. Und in seinem Horoskop befindet sich in Zwillinge die absteigende Mondknoten, Ketu. Das heißt, dieser Bereich Zwillinge kennt er vom früheren Leben. Hier kommen bei ihm die Erinnerungen. Und das wäre ein Hinweis, dass ihr kennt euch von früheren Leben. Und zurzeit bewegt sich hier Rahu, die aufsteigende Mondknoten, genau spiegelverkehrt als bei seinem Horoskop. Dieser aufsteigende Mondknoten zeigt eine neue Richtung, eine Neuorientierung oder etwas Neues lernen. Das kann natürlich auch bedeuten. Venus ist die Liebesplanet. Bei dir befindet sich das im Krebs und bei ihm auch. Du bist die Frau, wo er sucht, was er braucht. Auch vorbildlich, aber auch karmisch gesehen habt ihr hier diese starke Verbindung zueinander. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Was ist los mit ihm? Hier in die Mitte befindet sich ein Kreis. Und dabei habe ich schon was gedacht. Das zeigt unserem Inneren, unserem Denken und unserem Fühlen. Und von hier aus entsteht unserem Energiefeld. Und dieser Energiefeld umhüllt uns und hat eine wichtige Funktion. Das ist die Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen. Gleiche zieht Gleiche an. All das, was er ausstrahlt, genau das zieht auch an. Das ändert sich natürlich Tag zu Tag, je nach Gedanken oder Gefühlen. Zurzeit zeigt diese Karte seinen Gefühlen. Er hat ganz hohe Maßstäbe. Er hat Ziele, ganz hohe Ziele, ganz hohe Ideal. Das passt zur Schütze, aber gar nicht sichtbar, was das genau ist. Ich glaube, er kann das gar nicht definieren. Und es sind ganz viele Stäbe hier, viele Ideen. Er verliert gerade die Orientierung. Das kann auch beruflichen Themen sein.
Seinen Gedanken zeigt hier dieser Mann, hängt alles in Luft. Er verliert gerade den sicheren Boden unter seinen Füßen. Wird er wieder zurückkommen zu dir? Ja, mit Sicherheit. Das zeigt hier dieses Bild, aber er wartet. Oder er lässt dich warten. Er muss dabei auch was erkennen. Das ist nämlich die Werten und Wertschätzung. Er sollte Wertschätzung entgegenbringen, respektvoll mit dir umgehen und dir die Sicherheit und Stabilität bieten, weil das brauchst du auch. Du brauchst die Erde-Element. Aber wenn bei ihm auch alles hier im Luft hängt und er verliert selbst auch den Boden unter den Füßen, dann kann er das nicht geben. Er kümmert auch um die Finanzen oder um seinen Beruf, Berufung und er ist in dieser Warteposition. Kann auch sein, dass er beleidigt ist und wartet, dass du dich entschuldigst, weil er möchte, dass du diese Wertschätzung ihm gibst. Was die Gefühle betrifft, die Liebe, das zeigt hier der Magier. Es ist eine magische Anziehungskraft da zwischen euch beiden. Und du kannst sicher sein, er kommt wieder. Es geht ihm nicht gut, er hat schlaflose Nächte und er grübelt zu viel. Aber ihr werdet Glück haben, weil er kommt zur Versöhnung. Und es ist dieser Reichtum, nicht nur finanzieller Reichtum, sondern inneren Reichtum. Und die Erde-Element zeigt die Taten, die Realität. All das, was du vorhast oder wie er die Zukunft vorstellt bezüglich auf dich, das ist dieses familiäre Glück, dieses Liebesglück, das wird sich stabilisieren und erkennt auch deinen Werten und das in deinen Gefühlen. Das zeigt diese Königin und diese Königin beherrscht die Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Deinen Gefühlen, aber auch seinen Gefühlen. Es steht alles im guten Sternen. Er muss nur die Richtung bestimmen. Es gibt nämlich zwei Richtungen, ja oder nein, schwarz oder weiß, hopp oder top. Aber ich würde eher die Gefühle beschreiben bei diesen Karten. Die eine Richtung ist die Angst und Zweifel oder Schuldgefühl und das bremst diese Wagen. Und die andere Richtung ist das Vertrauen, die Kraft und Mut und auch die Liebe. Und in die Richtung bewegt sich alles, weil er wird das in richtige Richtung lenken. Momentan hat er Erinnerungen, Kindheitserinnerungen oder karmischen Erinnerungen. Er steht in diesem karmischen Einfluss bis Oktober und in dieser Karte zeigt das auch. Aber ist auch eine gewisse Nostalgie dabei. Ich befrage jetzt mein Pendel. Kommt er zurück, weil er dich liebt? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er kommt zurück, weil er dich liebt. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er hat es beendet. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, wir lassen das mal stehen, weil es ist alles ungewiss. Kommt er zurück? Die Antwort ist ja. Liebe Erina, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.